interessieren. Nobelpfeifen, die kommen normalerweise aus Dänemark, aus Frankreich oder aus England. Besonders heimatverbundene Raucher von Pfeifen, die können ihre Pfeifen jetzt aber auch aus der Pfalz beziehen. Bei der Handwerkskammer dort ist ein Elektrotechniker nebenbei als Pfeifenmacher registriert. Und produziert werden die edlen Rauchgeräte bei ihm unter Tage. In seinem Keller hat Werner Mummert eine Pfeifenwerkstatt eingerichtet. Investitionen von 8000 Mark und Beziehungen nach Italien sind sein Kapital. Denn aus Livorno kommt das Beste aller Pfeifenhölzer, Bruyère. Auf nassem Rohling wird die Pfeifenform mit wenigen Strichen skizziert. Linien für die Bohrungen von Rauchkanal und Brennkammer müssen mit dem Lineal gezogen werden. Pfeifen machen ist Präzisionsarbeit. Fingerspitzengefühl erfordert die Arbeit an der Drehbank. Vorsichtig wird der Drehstahl an den rotierenden Pfeifenklotz herangefahren. Langsam schält das Messer Pfeifenstiel und Kopf aus dem Rohling. Auf den Millimeter genau. Bruyère-Holz ist teuer. Ein kleiner Pfeifenklotz kostet 50 Mark. Keine Sekunde darf Werner Mummert den scharfen Stahl aus den Augen verlieren. Die Bohrung von Stiel und Kopf ist Maßarbeit. Billard, Pott, Stand-up-Poker, das sind klassische Pfeifenformen. Werner Mummert hält sich strikt daran. Die hohe Kunst des Pfeifenmachens hat sich der 32-jährige Elektrotechniker selbst beigebracht. Seit 3 Jahren sucht diese Maschine, um den Mummert-Pfeifen den richtigen Vorschliff zu verpassen. Das Mundstück ist ebenfalls Handarbeit. Es ist aus hartem Parakautschuk und muss den Pfeifenkörper harmonisch ergänzen. Wer als Raucher etwas auf sich hält, legt darauf gesteigerten Wert. Neben einer großen Kollektion verschiedener Schmirgelpapiere gehören zum Arbeitsmaterial auch Beizen. Spezialflüssigkeiten, die schnell ins Holzgewebe einziehen und die Pfeifen in unterschiedlichen Farben tönen. Nur äußerlich wird die Beize angewandt. Gelangt sie in den Kopf, verdirbt sie den Rauchgenuss. Ein erster Probebiss auf das Mundstück, dann die Blasprobe. Die Pfeife ist in Ordnung. Werner Mummert streicht jetzt noch einmal ganz sanft mit dem Schleifer über die Oberfläche. Jede seiner Kreationen erhält solch einen liebevollen letzten Schliff. Jeden Monat stellt der Meister aus Ockerbach 5 bis 8 Pfeifen her. Seine Kunden wohnen im Ruhrgebiet, andere sogar in den Vereinigten Staaten. Aber die meisten der auf Hochglanz polierten Pfeifen werden in Rheinland-Pfalz gestopft. Wird eine Pfeife nach 4 Stunden Arbeit für tadellos befunden, drückt ihr der Pfeifenmacher seine Initialen ins Holz. Ab 300 Mark sind die Kunstwerke aus der Pfalz zu haben. Sein Handwerk will Werner Mummert auch in Zukunft nur als Hobby ausüben. Es ernährt seinen Meister nicht. Noch nicht. Denn bei einer würzigen Dublin-Band träumt der Pfeifenmacher bereits von größeren Geschäften. Auf der Frankfurter Konsumgütermesse im Herbst will er vor allem auch ausländischen Pfeifenrauchern seine Produkte made in Rheinland-Pfalz schmackhaft machen. Auch für Nichtraucher ein faszinierendes Hobby, finde ich. Morgen, liebe Zuschauer, senden wir